Na ja, da kann ja vielleicht die SPD möglicherweise noch mal was lernen und sich mal an ihre alten Werte wieder erinnern, die ihr ja schon lange vergessen habt. Arbeit. Also Arbeit dient in Erwerbsarbeit. Ja? Also wir haben Arbeit, wir haben Reproduktionsarbeit, wir haben Erwerbsarbeit. Wir reden jetzt ja hier, ich rede hier von der Erwerbsarbeit, weil Bufdi ist möglicherweise auch andere Arbeit. Menschen gehen einer Erwerbsarbeit nach, in erster Linie, um ihre Existenz abzusichern. Eine existenzsichernde Erwerbsarbeit, Herr Reinhardt, ist unter anderem eine zentrale Voraussetzung, um ein unabhängiges Leben zu führen. Das ist zumindest für mich zentral wichtig. Erwerbsarbeit muss bestimmte Standards haben, um Ausbeutungsverhältnisse zu verhindern. Diese Standards gilt es zu verteidigen. Diese Standards werden seit relativ langen Jahren, vor allem seit der Einführung von Hartz IV, herzlichen Glückwunsch nochmal an diejenigen, die dem zugestimmt haben, werden die permanent unterwandert und abgeschafft. Ich finde, diese Mindeststandards gilt es zu erhalten. Und jetzt nochmal, warum gute Arbeit? Was ist gute Arbeit? Gute Arbeit muss die Existenz absichern. Gute Arbeit darf nicht krank machen. Und gute Arbeit muss die persönliche Lebenssituation der jeweiligen Menschen eben auch berücksichtigen. Und wenn wir diese Bedingungen haben, dann können Menschen von ihrer Arbeit leben und dann können sie auch ein gutes Leben führen. Gute Arbeit, gute Rente gehört übrigens auch noch zusammen. Und deshalb, Herr Reinhardt, bin ich immer dafür, dass Menschen vernünftige Arbeitsplätze angeboten bekommen und dass Menschen vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Ich bin übrigens gegen jegliche Form von Arbeitszwang und Sanktionierung. Auch das gehört dazu, zu guter Arbeit, dass das eben nicht vorkommt, was wir heute massenhaft haben, im Übrigen auch bei Ihren komischen 1-Euro-Jobs und Ähnlichem. Das ist der Punkt, um den wir kämpfen. Und das ist, glaube ich, jetzt der Unterschied, den wir hier auch haben. Vielen Dank, Frau Breitenbach. Möchten Sie replizieren? Bitte, Herr. Ja, Frau Kollegin Breitenbach, das waren ja jetzt viele Aussagen, die jeder hier im Raum unterschreiben würde. Ja? Ich bin für gute Arbeit. Ja, wer würde da nicht Ja zu sagen? Ich bin gegen Arbeitszwang. Da würde auch die SPD mitgehen, da würde auch Herr Professor Korte mitgehen. Also letztendlich muss man doch erstmal definieren, worüber man spricht. Natürlich geht es darum, dass halt Jobs fair bezahlt werden und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Da ist doch hier auch gar kein Dissens im Raum. Es geht aber auch um die Frage, zum Beispiel haben Sie es ja ganz korrekt auch gesagt, wird Reproduktionsarbeit gewertschätzt? Das wird von dieser Gesellschaft natürlich nicht angemessen. Ich erinnere mal zum Beispiel an Kampagnen, die eben sich auf Care-Arbeit auch konzentrieren. Und da ist es so, dass wir noch eine ganz, ganz große Kluft in dieser Gesellschaft haben, weil eben die Arbeit, die nicht fair bezahlt wird, die aber auch für die Gesellschaft relevant ist, auch ehrenamtliche Arbeit, bei allem Lob, der immer hier gemacht wird, sie wird eben nicht angemessen gewertschätzt von dieser Gesellschaft und auch von diesem Parlament nicht. Und da sitze ich glücklicherweise immer noch in der einzigen Fraktion, die sich überzeugen, und das tut ihre ja auch nicht, für die Umsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens einsetzt, was genau diese Fragen eben auch lösen würde und was dafür sorgen würde, dass wir Arbeit, egal ob das jetzt Erwerbsarbeit, Reproduktionsarbeit oder Care-Arbeit oder Ähnliches, eben auch wertschätzen würde und womit wir auch ein gesellschaftliches Umdenken erreichen würden. Und das ist eigentlich das, was wir immer noch anstreben sollten als Gesellschaft. Und ich bleibe auch dabei, auch wenn Ihre Partei, Ihre Fraktion sich dem leider nicht anschließen kann. So, und was jetzt diese Übergangsjobs und diese Maßnahmen angeht, ja, ich war in vielen Flüchtlingsunterkünften und da wurde mir vor Ort berichtet, dass die 1-Euro-Jobs, ja, und das sind ja einige der Punkte, die Sie jetzt angegriffen haben, tatsächlich sinnvoll sind, damit Geflüchtete sich dort beschäftigen, damit die auch rauskommen aus den Unterkünften und damit die auch eben auch Anschluss finden und zum Teil dann eben auch in andere Arbeitsplätze wechseln können. Und wenn mir das vor Ort berichtet wird, dann sage ich doch nicht per se, das ist nicht existenzsichernd, das lehne ich einfach ab und beschäftige mich damit nicht weiter. Dann sage ich doch, das höre ich mir erstmal an als Maßnahme und lehne das eben nicht einfach grundlegend ab.
Und deswegen bin ich da auch offen für solche Gedankenspiele, auch wenn natürlich das kein langfristiges Ziel sein kann, sondern immer nur eine Übergangsbeschäftigung. Insofern finde ich, dass jetzt einfach, da ist jetzt viel gesagt worden, was letztendlich sehr allgemein ist, aber in der Sache ist da relativ wenig passiert. Vielen Dank.